eine Spule mit 10 cm Länge und 3 cm Radius enthält 300 Windungen. Ein Strom von 6 Ampere fließt durch diese Spule. Berechne die Stärke des Magnetfeldes in der Spule und den magnetischen Fluss durch die Schleifen. Hier ist ein Modell einer Spule mit der Symmetrieachse. Diese Länge groß L der Spule beträgt 10 cm, das heißt 0,1 Meter. Dieser Radius klein r von den Schleifen beträgt 3 cm, also 0,03 Meter. Die Anzahl Schleifen in der Spule beträgt 300 und die Stromstärke I ist gleich 6 Ampere. Gefragt werden die magnetische Feldstärke im Innern der Spule, die wir in Tesla ausdrücken, sowie der magnetische Fluss durch die Schleifen dieser Spule, magnetischer Fluss, den wir in Weber ausdrücken. Um B und Phi zu finden, nutzen wir diese zwei Formeln, wo μ0 die Permeabilität in der Luft oder im Vakuum ist. Beginnen wir mit B. In dieser Formel ersetzen wir μ0 durch 4π mal 10 hoch minus 7, I durch 6, N durch 300 und L durch 0,1. Und so finden wir, dass die magnetische Feldstärke B im Innern der Spule ungefähr 0,0226 Tesla beträgt. Jetzt der magnetische Fluss Phi. Durch diese Formel wissen wir, Phi ist gleich zu B mal A mal Cosinus von Theta, wo Theta dieser Winkel ist, den die normale N und der Vektor Magnetfeld B bilden. Aber das Magnetfeld B ist so orientiert, genau wie N. Das bedeutet also, dass der Winkel Theta gleich 0 ist. Und somit wissen wir, Phi ist gleich B mal A. A ist der Flächeninhalt einer Schleife. Diese Schleifen sind kreisförmig, also ist der Flächeninhalt groß A gleich Pi mal R Quadrat. So. Daraus schließen wir, dass Phi gleich ist zu B mal Pi mal R Quadrat. Hier ersetzen wir B durch den gerade gefundenen Wert 0,0226. Wir ersetzen R durch 0,03 und finden so, dass der magnetische Fluss durch die Spulen ungefähr gleich ist zu 6,39 mal 10 hoch minus 5 Weber.